Ganz herzlich willkommen. Es freut mich riesig, dass du hier für uns vorbeigekommen bist, an Hallwilersee, dir Zeit genommen hast. Ich habe gemeint, du kommst mit dem TÜV. Ja, ich muss heute noch arbeiten, sollte ein bisschen reinschauen. Also von dem her habe ich gedacht, ich komme mit dem Auto. Ja, vom Liechtenstein. Ja, direkt hergefahren. Ja. Mhm. Die meisten, die ich jetzt sehe, die kennen dich natürlich, oder? Du bist Skistar, Ex-Skistar. Du hast wahnsinnig viele gute Rennen gefahren, bist immer schnell unterwegs. Darf ich etwas Persönliches sagen am Anfang? Du darfst. Wir kennen uns ja von diesen sozialen Anlässen, ja, oder? Ja. Wir haben schon vorher ein darüber geredet. Ja. Und was mir von Anfang an immer an dir aufgefallen ist, ist dein Humor. Erstens, das ist ja immer sehr lustig mit dir. Und dann diese unglaublichen Strahlen. Auch heute gerade wieder gesehen, die wunderschönen Zähne. Ah, danke. Hä? Ja, ich meine, ich bin per se ein positiver Mensch. Das heisst, bei mir ist das Glas nicht halb voll, sondern dreiviertel voll. Immer. Ja, das Grinsen und Strahlen ist mir in die Wiege gelegt worden. Schon, und das mit den Zähnen, da muss man ein bisschen Glück haben und einiges dafür auch tun. Habe ich jetzt gerade gedacht. Also entweder hast du einen sehr guten Zahntechniker, der ganz schöne Vinierli gemacht hat, oder du bist ein sehr geduldiger Schüler und bist immer zum Kieferorthopäd. Was ist das? Ich habe Glück gehabt, dass ich nichts mehr so machen. Okay. Das heisst, das sind alles Naturzähne, wie sie sind. Ganz perfekt sind sie auch nicht. Also ich bin da schon ein bisschen eitel und sehe so, gewisse Zähne fangen sie an, verschieben wahrscheinlich bei einer Keuer, eine Nacht. Also ich drehe seit über 20 Jahren Schiene eine Nacht. Ja. Ich habe das Glück gehabt, dass ich in den 90er Jahren in den USA, einer meiner besten Freunde ist Arzt, Zahnarzt. Und auf Zahnkosmetik, also in den USA, muss ich dir nicht erklären, ist der perfekte Smile sehr wichtig. Und er hat mich dann in den 90er Jahren früher zu sich genommen. Und ja, danach haben wir ein bisschen Arbeit gehabt, aber er hat meine Zähne, wie sie sind, eigentlich gelassen. Er hat einfach meine Jugendsünden ein bisschen ersetzt, ein paar Füllungen, eins, zwei. Er hat mir Keramikfüllungen gemacht. Und früher Zahnspangen oder halt die Schiene, Nachtschiene, wo ich... Ich glaube, momentan bin ich 15. angekommen, als ich durchbeiße. Wirklich? Ja, also das sind 80 Kilo Druck, gell, die man weiß, da hat, wenn also, man mit dem Kiefer. Wem siehst du das? Ja, ich spüre meine Kiefermuskulatur und Bruxismus, genau. Und ja, die Gefahr besteht für eine Arthrose bei mir im Kiefer. Nein. Ja, also das ist halt Tendenz irgendwo. Ja. Aber ja, halbjährlich zum Zahnarzt und Gas geben und pflegen, weil ich bin immer noch dran, sich Zähne sind die Visitenkarten vom Menschen. Sind Visitenkarten, ja, finde ich auch. Vor allem, wenn man so schöne hat. Absolut. Drehst du beim Sport eine Schiene? Nein. Nicht? Nein, das habe ich. Ganz ehrlich, ich habe mal früher in einem jungen Jahr bei meinem Slalom gefahren und dann hatte ich Angst davor, dass ich mir einen Zahn ausschlage, habe ich bei anderen schon gesehen. Dann habe ich Schienen angehabt, aber ich bin nicht lange Slalom gefahren, also habe ich das weggetan. Und nein, aber Abfahrt oder so nie Schienen gehabt. Ich habe das Glück gehabt, dass ich nie einen Zahn verloren habe bei einem Sturz. Und, ja. Gut, ja, und jetzt machst du weiterhin schön Zahnsiedeln jeden Abend, gell? Wenn mich meine Zahnärztin fragt, sage ich, natürlich habe ich Zahnsiedeln. Genau. Jetzt bleiben wir bei deinem ansteckenden Lachen, wechseln aber ganz ein bisschen das Thema. Wie erwähnt, du bist Skistar, du bist in der Öffentlichkeit, man kennt deine Frohnatur, du bist auch Kommentator beim ZDF, ja. Du machst sehr einen guten Job in der Öffentlichkeit. Und man kennt eben dein berühmtes Lachen. Das ist dir jetzt aber in der letzten Zeit, gerade im letzten Jahr, nicht mehr so viel zu lachen zumute gewesen, kann man so sagen. Ja, hat leider eine kleine Wendung gegeben, die nicht jeden Tag schön lässt. Ja. Du hast eine Diagnose Long-Covid bekommen. Ja. Und Long-Covid ist ja eine Krankheit, wo nachher eine Covid-Infektion auftritt. Also man kann das Virus nicht mehr bei dir im Blut feststellen, aber deine Organe reagieren immer noch darauf. Ja. Das ist eigentlich paradox, oder? Es ist furchtbar. Es trifft vor allem auch Menschen mit einem sehr gesunden, guten Immunsystem. Und es ist wie wenn der Körper sich gegen mich wendet. Was soll ich sagen?
Ich habe nirgends die Symptome bekommen, die sehr vielfältig sind, angefangen von Kopfweh, die ich nie hatte, nicht kennt habe. Über Nebel im Kopf, sehr schwere Konzentrationsschwierigkeiten, Probleme mit Anxiety, Wohlfühl, eine Haut, die sehr empfindlich ist, manchmal Gliederschmerzen, manchmal wo, und ich das Gefühl habe, ich habe wieder eine Neuinfektion, ich werde wieder krank. Und das Schlimmste nachher, was mir ein bisschen Panik gemacht hat, ich habe Mühe gehabt, zum Wort zu finden. Auf einmal konnte ich mich nur gut artikulieren. Das ist einfach im Kopf, ja. Ich finde das Wort nur und dann bringe ich es kaum mit zu reden. Und bei den Jobs, die ich habe, du hast das ZDF angesprochen, bin ich doch schon sehr darauf angewiesen, dass ich reden kann. Zeitlich, du hast ZDF angesprochen, ist das, bewegen wir uns jetzt in dieser Geschichte im Jahr 2022. Stimmt, ja. Das ist das dort, wo du hättest sollen, auf Peking, ich mag mich nämlich noch erinnern. Ja. Und dann nachher bist du aber nicht live vor Ort gewesen, sondern ja. Du hast nachher aus dem Studio berichtet. Ja. Ist das die Infektion gewesen? Hat sich dort verwünscht? Ja, exakt. Ich habe im Dezember 2021 meine dritte Impfung gemacht und im Januar 2022 bin ich positiv gewesen. Und ja, man nennt es einen leichten Verlauf, ich habe es nicht so leicht empfunden. Das muss ich zugeben, ich war 5 Tage flach. Ich habe es heftig gefunden. Und dann haben sie gleich zu mir gesagt, ja, du fliegst nicht auf Peking. Mhm. Weil China hat eine sehr rigorose Corona-Politik gefahren. Und meine Werte sind einfach immer noch nicht im grünen Bereich, dass ich dort bedenkenlos einreisen könnte. Also hat das ZDF entschieden, ich soll aus Mainz kommentieren. Hat in 2,5 Wochen lang Nachtschicht geschoben aus Mainz, aufgrund von Zeitverschiebung. Und habe mich eigentlich wieder gut gefühlt und bin wieder joggen gegangen. Das Einzige, was ich mir ein bisschen vorwerfe, als Sportler sollte ich wissen, wenn du mal einen Käferintus hast, irgendein Virus, solltest du nicht Sport machen. Das solltest du nicht, weil sonst verteilst du es im Körper. Aber ich habe mich gut gefühlt und mit Rasen gesagt, ja, ja. Und das Einzige, was ich mir vorwerfe, ich bin zu früh wieder Sport machen. Meinst du, das hat einen Einfluss gehabt, dann schlussendlich? Der Arzt meint nein, aber wer weiß. Das ist das Einzige, was ich mir selbst vorwerfen kann. Ja, also um jetzt das nochmal rekapitulieren, du hast Covid gehabt, du hast dich aber nachher wieder gut gefühlt, hast das Gefühl gehabt, du kannst sogar wieder Sport machen und dann ist aber etwas passiert. Dann musst du ja irgendetwas gehabt haben, wie du die Symptome, die du vorher beschrieben hast, sind die einfach nah dies nachgekommen? Die sind nah dies nachgekommen, ja. Plötzlich habe ich Kopfweh gehabt und denke, ja, das kenne ich nicht. Irgendwann habe ich einen Tinnitus bekommen. Konzentrationsschwierigkeiten, einfach Nebel im Kopf. Einfach irgendwie, plötzlich ist es gekommen, eins ums andere. Und ich konnte es nicht einordnen können am Anfang. Ich konnte es wirklich nicht einordnen können. Und als kleiner Hypochonder machst du dir halt Gedanken, gell? Meine Frau begleitet Menschen auf ihrem Landeanflug, das heisst im Hospiz. Und sie kommt manchmal heim und erzählt mir halt Geschichten von relativ jungen Menschen. Ah, sie haben mit Kopfweh zum Arzt und Diagnose Krebs und so. Und plötzlich fängt es halt in meinem Kopf an zu studieren. Ja, aber Mann, das habe ich auch. Könnte das sein? Und dann, ja, machst du viel Sorgen. Hast du Angst gehabt, oder? Ja, du hast Angst um deine Gesundheit gehabt. Ja, ja. Was wird denn da so der Kopf? Du hast gesagt, eben, man denkt da an einen Tumor, vielleicht an Krebs. Ja. Ist dann schlussendlich, wo du beim Experten gelandet bist, eine Erlösung gewesen, dass du gewusst hast, um was es eigentlich geht? Ja, eine grosse, muss ich ehrlich sein. Die Diagnose wird ja gemacht im Ausschlussverfahren. Das heisst, man kann nicht einen Test machen und ein Blutbild anschauen und da ist es eindeutig, du hast lange Covid. Sondern es ist ein Ausschlussverfahren. Die Krankheit ist relativ neu. Covid hat es früher nicht gegeben. Und so probiert man halt gewisse Sachen auf die Seite zu schieben. Dann haben wir vor allem einen Test. Merkt man, okay, es wird kein Tumor sein, es wird nicht Krebs sein. Der Virus kann man ausschliessen. Epstein-Barr hat schon nicht gehabt. Also man probiert alles Mögliche auszuschliessen. Und am Schluss mit allen Symptomen. Plus noch ein, zwei Tests, die man noch macht, die eigentlich darauf hindeuten, am Schluss. Wie hat er zu mir gesagt? Es gibt evidenzbasierte Resultate und es gibt eminenzbasierte Resultate. Das ist letztlich eine Eminenz. Das heisst, der Arzt mit all seiner Erfahrung sieht, wir haben alles ausgeschlossen. Es deutet alles auf das her. Und so ist die Diagnose dann zustande gekommen.
Du hast das vorher gesagt, normalerweise hörst du auch immer auf deinen Körper. Als Sportler bist du das ja gewöhnt. Also ich meine, du bist 10-mal an einer Weltmeisterschaft, 6-mal an den Olympischen Spielen. Also du bist ein Hochleistungssportler, oder? Du machst auch heute immer noch ganz viel Sport. Ja. Was war das für ein Gefühl in dir, wenn du gemerkt hast, ich komme nicht mehr an, ich kann die sportliche Leistung nicht mehr bringen? Wie geht es ein Sportler damit um? Hast du die mentale Stärke dort gehabt, um das irgendwie katalogisieren? Es war pure Panik, wenn du dir wenn du deinem Körper nur vertrauen kannst. Wenn du plötzlich dir und allem, was du gelernt hast, dein Leben lang nur vertrauen kannst. Ich kenne meinen Körper, ich weiß, ich bin zurückgetreten auf dem Skirennsport. Ich habe angefangen Marathon laufen. Ich habe, ich glaube, 7, 8 oder 9 alpine Marathon gelaufen. Ich weiß, wie mein Körper funktioniert. Und plötzlich passt das alles nur zusammen. Schwankiger Leistungseinbruch, ein Puls, der nur stimmt zu meinem Körpergefühl, der verrückt spielt, eine Substanz, die nur da ist. Als ich früher ein Limit hatte, habe ich gewusst, ja, jetzt zapfst du erst die letzten 10% an. Jetzt nimmst du einen Schäl oder trinkst eine Cola und haust Zucker rein und bumm, und weiter geht's. Und plötzlich geht alles nur. Alles nützt nichts, sondern der Tank ist leer. Ich habe auf einmal nur so viel Energie. Von Anfang an, schon beim Start. Und wenn das passiert, dann also ich habe Panik bekommen. Ich denke, was ist los mit mir? Es ist nicht just. Und dann bin ich wirklich bei den Ärzten. Es ist alles gut. Von dem her ist die Diagnose schon sehr eine Befreiung gesehen. Und gleichzeitig, es macht halt schon Angst. Geht das je wieder weg? Es macht Angst, genau. Es gibt ja zu wenig Evidenz bis jetzt. Ja. Es ist eine neue Krankheit. Ja. Es ist jetzt gerade jüngst eine Studie herausgekommen, die bewiesen hat, eine aus Brasilien, dass gerade Sportler zum Glück weniger lang an Long-Covid leiden, dass sie das besser verarbeiten können. Ja. Natürlich ist jeder Mensch völlig individuell, oder? Jeder reagiert völlig anders. Und normalerweise braucht es zu einer Krankheit auch eine Therapie. Ja. Was ist bei Long-Covid-Therapie? Das ist sich schonen oder trotzdem Gas geben? Oder was macht man denn eigentlich? Long-Covid ist eine der ganz wenigen Krankheiten, wo weniger mehr ist. Es gibt viele andere Krankheiten, da probierst du wieder Gas zu geben, wieder mehr machen, dann verbessert sich die Situation. Und da ist es umgekehrt. Pacing ist ein Schlüsselwort. Das heisst, weniger tun. Mit dem weniger an Energie, die ich habe, haushalte ich umgehen und nicht über Grenzen gehen. Sobald ich über Grenzen gehe, und das kann manchmal schnell passieren, indem dass ich 2 Stunden konzentriert bin, an manchen Tagen lange zur Stunde joggen oder spazieren und ich bin über Grenzen gegangen. Und über Grenzen gehen heisst, ich habe nachher einen Crash. Und das heisst, dass ich nachher 1, 2, 3 bis zu 5 Tage ganz krasse Symptome habe. Wie lange bist du joggen? Ja, weil ich einfach meinen Energiespeicher überzogen, also quasi, ich habe ihn geleert, zack, boom, und dann gibt es einen Crash und dann kommt das Symptom wieder. Und das heisst Pacing, das heisst, ich muss mit meinen Ressourcen ein bisschen sinnvoller umgehen, ich muss ein bisschen mehr studieren, was ich tue. Also ein Beispiel, früher bin ich am Morgen früh, bin ich ins Fitnessstudio und dann habe ich irgendetwas tun, habe ein bisschen trainiert und bin heim und am Nachmittag habe ich das gemacht und am Abend bin ich nochmal aufs Mountainbike. Und das geht nur. Das heisst, wenn ich morgen ins Fitnessstudio gehe, dann habe ich Mittagessen und dann muss ich mir legen. Und am Abend irgendwo zu Berg gehen, mit dem Velo oder zu Fuß, das kann ich mir abschminken. Es geht nicht. Und wenn ich es mache, weiß ich, habe ich die nächsten Tage habe ich nachher die Mühe. Du musst das kompensieren. Ja. Und sag uns schnell, wenn du amigs die Abfahrt runtergefahren bist, was hast du für ein Tempo drauf gehabt? Ja, im Schnitt immer über 100. Über 100 Stundenkilometer. Im Schnitt, ja. Das ist für jemanden, der sich so einem Pace gewöhnt ist, natürlich ein riesiger Einbuss. Da musst du dich selber disziplinieren, oder? Das ist ja das, was mich brutal fertig macht. Ich meine, ich habe ein Leben auf der Überholspur. Körperlich, bei mir ist immer etwas gelaufen, ist immer etwas gegangen. Und jawohl, schnell da und dann gehen wir da und das will ich auch noch. Ein Tag wie heute, wo die Sonne scheint. Da stand ich morgen auf und schiebe alles auf die Seite und weiss, heute muss ich alles rausholen. Und ich muss aufs Velo, ich muss auf der TÜV, und dann will ich noch joggen und dann will ich zum Berg. Oh, der Sonnenuntergang will ich auch noch anschauen auf dem Berg. Also ich muss immer etwas machen. Und plötzlich hast du das und du musst anfahren. Und wenn jetzt ich ein bewegungsfauler Mensch wäre, dann wäre das vielleicht okay, dann sind meine Symptome vielleicht auch nicht so ausgeprägt. Vielleicht.
Aber ich bin ein sehr aktiver Mensch. Und jetzt kannst du dir vorstellen, jemand, der dauerhaft so eine Energie im Foodi hat, der wird recht zurückgebunden. Ich habe, vor zwei Wochen habe ich am Abend einen Vortrag gehalten. Ich bin morgen aufgewacht mit Symptomen. Ich bin beim schönsten Wetter 9 Stunden im Dunkeln im Schlafzimmer gelegen. Und mich macht das fertig. Für mich ist das mental, psychisch schwierig zu verkraften, dass ich dann einfach nur lege. Und was man auch arbeiten macht von außen, sieht man ja gar nicht da, gell? Und ich leiste meine Jobs, ich mache meine Arbeit, man merkt gar nicht. Aber viele Leute haben das Gefühl, ja, wenn du Long-Covid hast, du musst ja quasi auf der Intensivstation legen. Das sieht man ja nicht, dir geht es ja gut, man, du bist ja ein Simulant. Das ist noch schwierig. Das ist echt noch schwierig, zum jedes Mal wieder informieren. Nein, es ist eben, es kommt so und es kommt so. Manchmal habe ich gute Tage, es gibt es viel schlimmer als ich. Ich habe es relativ gut und ich habe eine gute Prognose. Aber hast es ist schon ermüdet. Hast du eine gute Prognose, gell? Ja, der Arzt hat gemeint, ich habe eine gute Prognose. Mhm. Ja. Aufgrund von deiner körperlichen Konstitution? Erstens oder das. Erstens das und zweitens, weil meine... man kann es nicht in Prozent ausdrucken, aber ich habe Long-Covid nicht so schwer wie andere Patienten. Mhm. Also von dem her, mir geht es ja gut. Ich bin überhäuft worden mit Nachrichten von Leuten, die es ist herzzerreissen, was sie mir schreiben. Also mir geht es relativ sehr gut. Und der hat gesehen, mit dem Stadium, wo ich drin bin und mit meiner Verfassung oder so, ist die Prognose einfach gut. Aber es weiß niemand. Du hast also nicht irgendeinen Zeithorizont bekommen, hat er mir gesagt. Nein. Wie bei einer Grippe, man weiss, es geht 14 Tage, oder? Dann zwei Wochen. Oder zwei Wochen oder mit zwei oder Wochen. Ohne ja. Medi, spielt keine Rolle, ja. Irgendwann ist es vorbei. Das kann man dir nicht sagen. Man kann nein. Nicht. Nein, das kann man nicht. Und das Interessante ist, gell, ich habe da einen kleinen Tsunami ausgelöst, mit dem, dass ich öffentlich gemacht habe, dass ich Long-Covid habe. Ich habe etwa 1000 persönliche Nachrichten bekommen. Natürlich habe ich gewusst, dass es sich verschiebt in die Impfthematik. Ein kleiner Teil hat mich beschimpft, weil ich geimpft habe. Ein grosser oder der grösste Teil hat Anteilnahme gehabt und wünscht mir alles Gute. Erzählt von ihren Symptomen, von ihrer Leidensgeschichte. Und auch ein grosser Teil gibt mir Empfehlungen ab, was ich tun könnte. Und ich finde das auch lieb, weil die Leute kümmern sich um mich, die wollen mir helfen. Mhm. Aber ich habe fast immer gesehen, danke für den Tipp. Ich habe mit dem Arzt eine Therapieform jetzt ausgewählt. Die möchte ich gehen. Ich möchte nicht links und rechts schauen, sondern ich habe eine gewählt. Ich vertraue dem Arzt. Und das probieren wir. Und in einem gewissen Zeitrahmen, wenn er oder ich beide sagen, das geht nie hin, dann ist der Horizont wieder ganz weit offen für alles andere. Aber momentan möchte ich bei dem bleiben. Mhm. Mhm. Das auch, weil man es dir nicht angesehen, wie du gesagt hast, weil du ja nach außen fröhlich wie immer wirkst, ja. Eben, aber das in dir hast, das Long-Covid, das dich dämpft natürlich, ist das auch ein Grund gewesen, warum du in die Öffentlichkeit gegangen bist, um auch darauf zu sensibilisieren, dass das Long-Covid rum ist und dass halt sehr viele Leute immer noch daran leiden, oder? Es ist genau so, und die Leute mich sehen, ich meine, von meiner Skikarriere nach dem Rücktritt, was halt geblieben ist, ist, der ist immer gut drauf. Er ist aufgestellt, er ist gut gelohnt. Und was ja auch mehrheitlich stimmt. Aber das Leben ist nicht nur ein dauerhaft schöner, weichzeichneter Insta-Filter. Das Leben hat eben die andere Seite noch und die ist jetzt bei mir da. Das habe ich auch nicht gekannt. Ich meine, vor zwei Jahren, wenn jemand gesagt hat, du wirst nachher dann ein Problem haben, hätte ich gesagt, nein, sicher nicht. Oder? Ich meine, rosa-rote Wolke, mir geht's gut, juhu! Und ich will einfach Realität abbilden, einfach mitteilen, dass auch ich nicht immer jeden Tag Sonnenschein habe und ein traumhaftes Leben, sondern dass ich meine Struggles auch habe. Vor allem, ich habe sie auf Social Media geteilt. Und Social Media ist eine Scheinwelt. Sind wir ehrlich, so viel hauen einen Filter drüber und erzählen, wie schön und aufregend ihr Leben ist. Und wir wissen alle zusammen, das Leben ist nicht nur schön und aufregend. Und das ist meine Seite. Mhm. Und die habe ich will teilen. Einfach Mensch sein. Einfach Mensch mit meinen Sorgen und Ängsten, die ich habe. Du hast angetönt, du hast mit deinem Arzt, dein Arzt vom Vertrauen, er ist auch ja. Eine Koryphäe auf dem Gebiet von Long-Covid, hast du jetzt einen Therapieplan definiert? Teilst du den mit uns, wie die aussieht? Oder ist das jetzt... Nein, das teile ich gerne. Ich habe mit einer medikamentösen Therapie angefangen, wo mir am Anfang ein bisschen... Als ich die Wörter gehört habe, hat es mich schockiert.
Und ich denke, nie in meinem Leben muss ich so etwas nehmen. Ist eine zweiteilte, sind zweiteilte Therapie mit zwei unterschiedlichen Medikamenten. Das eine ist ein Histaminblocker und das andere ist ein stark dosierter Beta-Blocker. Und ich habe die ersten 10 Tage nur den Histaminblocker genommen. Ich habe am Anfang nicht gewusst, mit Histaminblocker, was das. Ich habe das zuerst schon alles müssen googlen. Hat mit dem Immunsystem zu tun, wo natürlich ein bisschen außer Kontrolle geraten ist durch Covid und Long-Covid. Und das hat mir Sinn gemacht, das zu lesen. Und beim Beta-Blocker habe ich gedacht, da lasse ich immer ein Leben lang die Finger davon. Nach 10 Tagen habe ich angefangen mit diesen stark dosierten Beta-Blocker. Ja, momentan eine gute Phase. Heißt nicht, dass alles gut ist. Und so quasi, ja, jetzt ist es vorbei. Überhaupt nicht. Ja, vor 2 Tagen wieder Kopfweh gehabt, Nebel im Kopf. Nicht stark ausprägte Symptome, aber sie sind ein bisschen da gewesen. Ich hatte davor viel zu tun. Und dann habe ich gedacht, ah, ist schon klar, warum, dass ich wieder Symptome habe. Mein Ziel ist, von diesen Medis wegzukommen. Interessant ist, 10 Tage nachdem ich angefangen habe mit den Medikamenten, ist in der Schweiz die Studie rausgekommen zu Long-Covid. Dort drin ist schon gestanden, sie machen sehr gute Erfahrungen in der Kombination mit den zwei Medikamenten. Jetzt schauen wir mal. Ich habe sehr viele Leute aus der Naturheilkunde, die mir anrufen und sagen, mach das ja nicht. Du verlängerst Long-Covid, wenn du die Medis nimmst. Ja. Aber ich vertraue dem Arzt. Punkt, Amen. Ich bin grosser Anhänger von Schulmedizin. Ich bin offen für anderweitige Sachen, aber jetzt habe ich Prio 1. Das ist das. Ich ergänze es natürlich mit Vitamintabletten, Vitamin C, und man hat festgestellt, Vitamin D hat einen kleinen Mangel. Und dann nehme ich Ginkgo-Tröpfchen und trinke halt viel. That's it. Und kann ich dir jetzt die Frage stellen, die man normalerweise am Anfang des Interviews stellt, aber ich habe sie jetzt bewusst auf den Schluss aufgegeben. Wie geht es dir jetzt? Wie geht es dir jetzt heute, wenn du da mir gegenüber sitzt? Mir geht es gut. An unserem schönen Sommertag. Mir geht es gut. Ich habe heute einen guten Tag. Er hat wirklich einen guten Tag und ich schätze dich umso mehr. Lieber hätte ich auf einen Berg aufspringen. Das glaube ich. Und ich kann ganz schnell. Nein, aber nicht lieber als bei dir hocken, das nicht. Aber wenn wir hier fertig sind und ins Auto hocken, gehe ich am liebsten heim und dort auf einen Berg springen. Weil ich bin ein Bergkind und dort fühle ich mich wohl, dort bin ich daheim. Das dort am liebsten. Aber das dann jetzt mal ein bisschen auf die Seite schieben und geniesse es, dass es mir heute gut geht. Bist du letztes Jahr gar nie Skifahren? Ja, ich bin schon immer auf der Ski gewesen, aber selten an einem Lift. Ich gehe Skitouren. Skitouren, ja, ja, ja. Also ich laufe mit der Ski den Berg rauf. Ja, 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 ja. Aber ja, dort hatte ich grosse Einschränkungen gehabt, gell? Schon? Ja, halt. Nur mögen. Der Motor ist auch mal am Stottern. Und, aber gewisse Sachen lasse ich mir nicht nehmen, wenn ich am nächsten Tag Symptome habe. Und dein Umfeld hilft dir sicher auch dabei, oder? Ja, es ist. Meine Frau Doris hat lange nicht gewusst. Ich habe nicht gesehen. Ich habe das verheimlicht. Kommt schon gut, habe ich gedacht. Und darum habe ich auch nicht gesehen. Aber nie als wen habe ich es nur zurückgeben können. Dann ist es einfach draußen gesprudelt. Dann ist sie da gehackt und oh mein Gott, warum sehe ich nichts und hin und her. Und jetzt, wo wir eine Diagnose haben, sie unterstützt mich gut. Sie fragt auch jeden Tag, wie geht es ihr heute? Sag mir, wenn etwas ist, kann er helfen. Aber ja, helfen kann man nicht gross. Sondern einfach zwischen ihnen sagen, bist du sicher, willst du jetzt noch das machen? Willst du nicht in Ruhe gehen? Sag, ja, hast schon recht. Also es ist ein bisschen mein ruhiges Gewissen dort. Deine Bremse, zwischendurch wieder Fahrlehrer, genau. Wo zwischendurch ein bisschen auf Bremse steht. Sie meint, eigentlich heisst noch etwas Gutes, dass neben all dem, dass es nicht gut ist, aber es hat etwas Gutes, jetzt komme ich von meinem Energielevel einmal ein bisschen zu ihr nach. Auf ein normales Level, weil ich bin davor schon ein bisschen Hummeln im Foodie sieht man. Ja. Ich immer gehabt. Hast du das Gefühl, die Hummeln kommen wieder? Wenn ich hoffe es. Ja. Ich habe so viele Leute, die mir sagen, ja, das Leben ist anders nachher, aber ist auch gut. Und das will ich nicht hören. Es tut mir leid, aber das will ich nicht hören. Ich hoffe, also ich will mein Saatleben zurück. Ich will das zurück. Und ich kann gerne sagen, ich kämpfe dafür, aber wie soll ich kämpfen? Ich darf ja nicht so viel tun, ich sollte weniger tun. Also,
Das Einzige, was ich kämpfe, ist, ich glaube daran und ich verliere auf die Hoffnung nicht, dass das wieder Ritter kommt. Und die Symptome, die haben es wie alle weg sind. Mhm. Einfach weg. Wir hoffen mit dir mit. Danke. Ganz, ganz fest und drücken ganz fest den Daumen, danke, dass der Büchsi wieder seine Hummel im Vödli hat. Yeah. Gell? Und ich danke dir ganz vom Herzen, dass du Zeit hast, bei uns vorbeizukommen. Mit Freude. Und dass wir den Tag mit dir machen können. Ich schätze deine Offenheit, deine Ehrlichkeit und dein Lachen natürlich. Ah, danke. Danke vielmals, Marco Büchel. Merci.